So, und damit herzlich willkommen zu Hero of the Kingdom 3. Ja, natürlich, diesen Bildschirm habe ich verpasst. Wir müssen natürlich hier wieder gucken. Und hier ist natürlich auch eine Spinne. Die jetzt mal erledigen. Ich habe natürlich auch ein paar wieder Sachen offscreen gemacht. Aber hier ist wohl wieder ein bisschen mehr Halligalli. Wieder ein Gegengift. Das können wir hier mal wieder kaufen. Zack. So. Energie oder also Ausdauer brauchen wir glaube ich auch gleich wieder mal. Wie immer. Kann man das nicht. So, Schlangen hier. Wir bahnen uns den Weg. Aber natürlich wieder. Noch ein Gegengift. Und wieder ein Erdbeben. Was? Es wird einmal nicht dunkel. Ich sollte zum Schloss zurückeilen. Was? Wer bist du denn? Vater darf nicht erfahren, dass ich in einem verbotenen Tal war. Was ist das? Welche wundervolle Steine. Ich werde sie mit mir nehmen. Ob das so gut ist, was? Die Erde hat erneut gebebt. Dieses Mal ist aber noch etwas anderes, viel Seltsameres passiert. Ich hatte eine Vision, eine Art lebendigen Traum. Ich sah eine wunderschöne junge Frau, die durch das verbotene Tal ging. Onkel Brent hat mir bereits viel über das Tal erzählt. Es ist eine gefährliche Einöde, völlig ohne Leben. Hier geschehen merkwürdige Dinge. So, der Fuchs, der muss dran leiden. Und die Schlange. Und natürlich wieder ein Gegengift. Und das Geld geht wieder mal flöten. Hier ist die Bestie, glaube ich. Hier brauchen wir für das Wildschwein, okay. 5 Energie und hier verletztes Untier. Okay, wir brauchen also viel Energie. Wie sieht das sonst auf der Map jetzt so aus? Wir müssen wieder Kohle machen, wa? Aber ich glaube, ich kann wieder was kochen. Wir können nämlich jetzt auch die Sachen. Wir haben Level 10, aber irgendwas fehlt. Wurzeln. Und Salz. Kochen wir mal hier so ein Fleischgedöns. Wie heißt das hier? Gebratenes Fleisch. Und natürlich ist gebratener Fisch. Können wir nochmal machen und nochmal. Vielleicht, weiß ich nicht. Alles, was geht. Das kommt dann billiger, glaube ich. Okay, kommen wir mal richtig rein hier. Yeah. Aber nicht so viel Geld mehr, natürlich. Ich sag immer dasselbe. Wildschwein geht natürlich noch nicht. Das hier mal alles spawnt, neu spawnt. Also man kann ständig wieder was machen.
aber man muss auch halt Kohle machen. Man wird immer besser mit allen. Was kann ich schaden? Man braucht hier, glaube ich, viel Erfahrung. Oh, jetzt können wir auch hier irgendwas anderes machen. Okay. Algen. 60. So ein Ding haben wir ja schon. Okay. Brate ich wieder so viel Energie, ne? Ich sag immer Energie, ich weiß auch nicht. Ich meine Ausdauer. Okay, das geht nicht. Teuer, Mist. Ein bisschen Kohle gemacht. Ja, ein bisschen verkaufe ich mal. Oh, ach ja, Perle. Keine Sorge, ihr werdet auch alle erledigt. Warum ist immer dieser Pfeil so in dieser Kreis? Das ist immer kein gutes Zeichen. Ich will den Kristall. Ah, hier wieder Pilze. So, wieder was kochen am besten. Egal, eigentlich alles querbeet. Was mit Kochen finde ich echt ein nettes Feature. Okay. Da waren schon wieder Eier. Ständig kannst du hier was finden. Man kann ja auch immer wieder sowas sein. Also hier kommst du gar nicht voran eigentlich. Ein Schatz, ein Schmuck oder was? Babs. So, haben wir das mal so gemacht. Zack. Pardon, so. Hier wollen wir ja. Das war ja der Ursprungsplan, was wir hier, oder warum wir eigentlich weggelaufen sind. Aber okay. Machen wir den mal. Ist das eine Quest eigentlich? Ich guck mal. Komm gleich wieder. Yeah. Zack. Der Bauer gab mir eine großzügige Belohnung für das Erlegen des Biestes. Ja, finde ich auch. Haben wir das schon mal. Gehen wir hier mal rein. Wieder eine Ratte. Ah, warum ist so gleich eine Fackel und so? Weiß ich jetzt schon.
Oder natürlich ein Trank. Aber das finde ich echt nice. Das muss ich so machen. Ich nehme auch lieber so einen mit. Noch einen vielleicht. Und was sagt die Energie? Ah, geht. Nehmen wir mal einmal so. Machen wir schon mal Licht. Legen wir das mal unter die Lupe hier. Yeah. Mehl. Salz. Gegengift. Ein Heiltrank. Kann alles nicht schaden. Kann man die Dinge auch benutzen sozusagen? Oder gebrauchen später? Weiß ich nicht. Nein, mein Schwert ist zerbrochen. Und wir brauchen noch eine Fackel. Eine Fackel und ein Schwert. Da kann ich ja mal wieder hin. Kann ich nur da hin, oder was? Fackel. Hä? Wo ist denn dieses Schwert? Vergiss immer, wo. Hä? Ja. Irgendwas ist ja immer, aber dafür ist das hier immer ganz gut. Das habe ich natürlich auch noch vergessen. Zack. Jetzt da oben natürlich auch noch weiter. So, hier mal Licht. Ach, das ist von Gronkh, dieses Geräusch, ne? Wenn er die Folgen beendet, also daran erinnert mich das. Ah, jetzt weiß ich's. Oh, oh, es passiert wieder was. Ich will nicht verschüttet werden. Was ist das immer für eine Person? Was für ein schöner Stein. Immer wenn sie irgendwas macht oder so, ne? Hast du da, geliebte Tochter? Vater, ist dieser Stein nicht wundervoll? Er leuchtet wie der Himmel. Das ist ein Azurit, das Symbol unseres Königreiches. Und das ist ein Topaz. Oder Topa oder Topaz. Er verleiht Frauen Schönheit und Männern Weisheit. Dieser hier, den mag ich am meisten. Ein Rubin. Er bringt Liebe, aber auch Zerstörung. Amelia, wo hast du diese Edelsteine her? Sag mir bitte, dass du nicht im verbotenen Tal warst. Doch. Ich habe sie dort gefunden. Sei bitte nicht böse, Vater. Ich bin bereits erwachsen. Es ist ein verfluchtes Tal und der Stein ist es auch. Gib ihn mir. Nein, du hast gesagt, er wird mir Liebe bringen. Ich möchte ihn behalten. Ich habe deiner verblichenen Mutter geschworen, dich vor allen Bösen zu schützen. Amelia, gib mir den verfluchten Stein. Nein, du versuchst nur, mir Angst einzujagen. Was kann schon Böses in so einen schönen Stein stecken? Ich bin dein Vater, ich sage dir, du darfst dein Schicksal nicht einen kalten Stein überlassen. Okay. Ich hatte wieder eine Vision, genau in dem Moment, als die Erde bebt. Die schöne junge Frau in einem prächtigen Schlafgemach. Vielleicht spielt mir mein Kopf aber auch nur Streiche, weil ich so erschöpft bin. Das glaube ich nicht. Es geht ja nur vor sich. Man braucht die aber auch ständig eben. Und ist gleich zwei. Und ein Seil könnte ich hinabgelassen. Ja.
Oh, hä? Also, wie wirklich? Das Geld geht dann immer wieder flöten, das Gold. Und wieder eine Fackel. Ich weiß nicht so genau, wo Mantor was ist. Hier natürlich. Oben können wir auch noch hin, das weiß ich. Hier mal was unter die Lupe nehmen. Ist aber groß hier, ne? Oh, schöne Beute. Oh, was haben wir hier? Zwei Dietriche. Nice. Okay. Das kriegen wir noch nicht hin. Oh, das... Oh. Aber eine andere Kiste kennen wir ja noch. Ach. Und wieder eine Fackel. Ach Mann. Mein Schild ist zerbrochen. Nein. Noch mehr Dietriche. Nice. Wo ist ein Schild? Pff, teuer. Wahrscheinlich brauchen... Aha, haben wir ja noch. Erstmal. Okay. Mal ein bisschen was kochen wieder. Großen Hunger hat er. Was ist das hier? Frikadelle. Okay, da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Kochstufen. Und das ist das. Fisch mit Pilzsoße. Alles klar. Zack. Schon wieder. Was ist hier los? Lass den Stein in Ruhe. Amelia, geliebte Tochter, warum schläfst du nicht? Der Rubin ist zum Leben erwacht und will mir etwas mitteilen, Vater. Rede keinen Unfug. Es ist ein toter Stein. Das Einzige, das er belebt, ist dein Verlangen nach Liebe. Du wirst schon bald einen echten Prinzen heiraten. Ja, vielleicht uns. Du sagst, ich sei eine erwachsene Frau. Warum darf ich dann nicht in das verbotene Tal? Etwas Böses schlummert dort. Das ist dein Gesicht des Weltenbrechers. Aber ich habe diesen wunderschönen Rubin dort gefunden. Kein Stand kann dich so erfreuen wie die Liebe eines anderen Menschen. Schon wieder eine Vision während des Erdbebens. Und wieder sah ich diese junge Frau. Das alles kann kein Zufall mehr sein. Ach nee. Und noch um Dietrich. Und noch weiter runter. Okay. Ein toter Hund. Ein paar hier. Wie heißt das? Tierzahn.
Wildschwein können wir noch nicht. Okay. Hey du, wer bist du? Ich habe dich noch nie in Yellow Valley gesehen. Ich bin Mathilda, die Heilerin. Kann ich dir behilflich sein? Ich erzählte Mathilda meine Geschichte. Sie hörte sehr genau zu. Sie ist eine verständnisvolle und sympathische junge Frau. Es tut mir leid, das zu hören. Was dir passiert ist, ist schrecklich. Falls du Hilfe suchst, solltest du mit unserem Bürgermeister sprechen. Das Dorf ist nur einen kurzen Fußmaß entfernt. Ich sollte mich auf den Weg nach Hause machen. Falls du etwas brauchst, findest du mich im Dorf. Mathilda verschwand zügig in Richtung Dorf. Ich sollte ihr folgen. Endlich habe ich Yellow Valley gefunden. Erreiche Yellow Valley, okay. Ich wusste nicht, dass es jetzt so, schon so weitergeht. Folgenlänge auch nicht zu lang werden. Wir machen das nochmal eben hier so ein bisschen. Bei der nächsten Folge müssen wir dann auch mal ein paar Kisten öffnen. Zum Beispiel. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Hero of the Kingdom 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi.